Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte heute mal wieder ein Rezept mit euch machen, und zwar ein süßes, leckeres. Und ich habe von einer lieben Zuschauerin und Zuhörerin von meinem Kanal ein kleines Geschenk bekommen in Form von einem Rezept. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, damit wir alle was haben davon. Und zwar ist es ganz schnell gemacht. Das besteht aus zwei Zutaten plus Wasser. Und es eignet sich hervorragend für, wenn ihr vielleicht einen Adventskalender selber machen wollt, zum Befüllen. Oder ein Geschenk für eure Lieben oder selber zum Vernaschen. Für alle möglichen Sachen. Und es ist ganz schnell gemacht. Ihr werdet es sehen, gell? Ich freue mich, wenn ihr mich begleiten tut. Die Zutaten, die ich für dieses leckere Rezept brauche, sind eine Tasse Rosinen. Und zwar habe ich so eine Tasse genommen. Und die habe ich dann umgeschüttet in eine größere, weil ich gewusst habe, ob das nicht aufgeht, an Volumen gewinnt. Und die muss man dann einweichen, und zwar in Wasser. Und zwar 4 Stunden. Also das ist die kleine Vorlaufzeit, die man hat. 4 Stunden die Rosinen einweichen. Und zwar sind es grüne Rosinen, die habe ich bei der Firma Vitakeim bestellt. Das sind Bio in Rohkostqualität. Grüne Rosinen, sonnengetrocknet aus kontrolliert biologischem Anbau. Dann braucht man dazu Haferflocken, und zwar glutenfrei, 15 Esslöffel. Ich habe die auch bei der Firma Vitakeim bestellt. Und scheinbar bestellt die Firma Vitakeim bei Keimling diese Haferflocken, weil ich habe die nicht beim Keimling bestellt. Gell? Aber das ist ja wunderbar, weil es sind nämlich glutenfrei, das steht da drauf. Haferflocken, ihr Frühstücksglück mit Ballaststoffen. Glutenfrei, angekeimt, nicht erhitzt. Rohkostqualität. Jetzt schauen wir mal, ob ich das ohne Brille lesen kann. Das ist nämlich ganz dunkel und klein. Liebe Freunde, natürliche Ernährung, Gesundheit und Qualität ist mir ein persönliches Anliegen. Daher wähle ich nur Produkte maximaler Naturbelassenheit und von köstlichem Geschmack aus. Synthetische Zusatzstoffe sind bei mir ebenso tabu wie der Einsatz von synthetischen Pestiziden. Rohkostqualität. Ganz besonders wichtig ist mir, dass die Lebendigkeit und ein Maximum an Nährstoffen erhalten bleiben. Von der Ernte über die Trocknung bis hin zur Verarbeitung achten wir gewissenhaft auf die Einhaltung der Rohkostqualität. Jede einzelne Zutat wähle ich mit größter Sorgfalt aus. Sie erhalten ein hochqualifiziertes Lebensmittel mit garantierter Rohkostqualität, und das schmecken Sie. Okay, ich habe das jetzt vorgelesen, weil ich den Wunsch gehört habe von einer Zuhörerin, dass sie ein bisschen was über die Lebensmittel wissen möchte. Ein bisschen was Genaueres. Okay? Also Haferflocken machen unheimlich satt. Also das ist dann praktisch eine Köstlichkeit, die euch auch satt macht. Okay? Also auf längere Zeit. Natürlich nicht nur, wenn man nur eins isst, sondern muss man schon ein bisschen mehr essen. Und es sind sehr gesund, da auch glutenfrei. Und angekeimt, gell? Also ein kostbares Lebensmittel. Gut. Die in Wasser eingeweichten Rosinen, die mixe ich jetzt in meinem Foodmatic. Der hat 1 PS, der ist ganz schön kräftig, und ich bin sehr zufrieden mit dem. Den benutze ich 2 bis 3 Mal am Tag. So. Die 15 Esslöffel Haferflocken habe ich schon mal in eine Schüssel gegeben. Die Rosinen werden jetzt püriert. Ich liebe Rosinen. Oh, den Geschmack von Rosinen, ich liebe ihn. Okay. Und das lernen wir jetzt zu den Haferflocken dazu.
In der Schüssel sind jetzt die 15 Esslöffel Haferflocken und die pürierten Rosinen. Und jetzt darf gemanscht werden. Mit der Hand. So lange, bis eine klebrige Masse entsteht. Die ist schon da, aber es ist noch zu weich. Wenn es zu weich ist, dann würde ich sagen, da können wir noch Haferflocken dazu tun. Das schaut fast so aus. Ich hätte dieses Wasser von den Rosinen abgießen können, gell? Und für was anderes verwenden. Aber das macht jetzt überhaupt nichts, weil wir da jetzt noch Haferflocken reintun. Und ich habe schon so lange diese Haferflocken jetzt da rumstehen und habe nicht gewusst, was ich damit machen soll. Ich wollte halt einfach mal glutenfreie Haferflocken, finde es so klasse, dass es das gibt. Und habe mir gedacht, ich kann die verwenden, aber irgendwie ist mir nie was Passendes eingefallen. Und das ist jetzt doch eine geniale Sache, gell? So, also ihr seht es selber, das Einweichwasser soll man abgeben. So, jetzt muss es dann schon gehen. Der fertige Teig wird dann in Kokosraspeln gewälzt, Rohkostqualität, oder in Pistazien oder Pekannusssplittern, je nach Geschmack. Das könnt ihr euch aussuchen. Und ja, ja, schon 5 so Kugeln habe ich schon, so Schneebällchen. Und das wird jetzt da drinnen gewälzt. Und die muss man richtig so schön festdrücken, habe ich gemerkt. Damit das, aber das klappt vorzüglich, so schöne kleine Bällchen ergibt. Eine meditative Arbeit. Und dann werden sie kalt gestellt, in den Kühlschrank. Da werden sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen fester, schätze ich. Okay, jetzt habt ihr es gesehen, wie das geht. Ja, meine Schneebällchen sind fertig, meine Lieben. Die Menge hat jetzt 32 Kugeln ergeben. Schneebällchen nenne ich sie jetzt einfach. Sind zwar nicht schneeweiß, aber das macht ja nichts. Okay, aber schauen nett aus und sie duften, oh, lecker. Okay. Also ihr kennt die, wie gesagt, mit gemahlene Pistazien oder mit Nüsse oder womöglich mit Kakao wälzen. Also da schmecken sie wahrscheinlich auch sehr lecker. Also grenzenlose Möglichkeiten. Und jetzt ist es ausprobieren und dann schreibt es mir mal, ob es euch geschmeckt hat. Okay. Meine Lieben, ich wollte an dieser Stelle der lieben Sabine, von der dieses Rezept stammt, einen ganz, ganz herzlichen Gruß schicken und vielen herzlichen Dank nochmal, liebe Sabine. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, dann danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben oder wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar schreibt, dann freue ich mich. Dann bleibt, macht es gut für heute, wünsche euch einen schönen Tag. Servus, für euch.